Was geht ab, ihr geilen Säuer, und willkommen zurück zu Arizona Sunshine, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Ja, ich musste das Spiel nochmal neu starten, wegen ich bin da echt nicht mehr rausgekommen aus diesem komischen Bug. Aber es geht wieder weiter. Muss ich nochmal die Munition hier einsammeln, oder? Nee. Ich muss die nochmal einsammeln, okay. An den Kofferraum komme ich scheinbar nicht. Springen kann man ja, glaube ich, nicht. Was haben wir hier? The Old Dutchman, huh? Irgendwann möchte ich gerne nach Amsterdam. Einfach entspannen. Dutchman, Mine, aha. Hier sind auch gleich wieder ein paar Zombies. Gar kein... Ah, Timer. Erstmal starten. Komm. Ja, sehr schön. Boah, hier ist Loot. Schau dir all diese Autos an. Als ob sie alle vor einer Horde geflohen wären. Jetzt kommt. Och nee. Alter, was ist denn hier los für eine Party? Aber sind 4, 6. Keine Ahnung. Warum denn so schnell auch schon wieder? Spricht. Och nee. Dann sind sie auch wieder zu schnell. Nee. Das lass mal. Boah. Alter, Drecksvieh. Also so wie die jetzt hier moven, die, das ist eigentlich okay. Sag mal, hält der mehr aus oder so? Der hält mehr aus, kann das sein? Oder treffe ich die ganze Zeit nicht? Hallo? Stirb doch einfach mal. Der hat mich auf jeden Fall nicht getroffen. War schon mal sehr gut. So, anvisieren und... Jawohl. Das hat ganz schön Munition gekostet. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. Hä? Na gut. Aber man muss, glaube ich... Muss man direkt... Ne? Kann ich das hier auch von hier ausgreifen? Also, sobald das irgendwie gelb leuchtet, kann ich die Munition zu mir ziehen. So. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nicht, dass ich gleich wieder diesen komischen Bug habe. Hier ist soweit nix. Nö, auch nix. Hier ist doch bestimmt auch noch was drin, oder? Nö. Boah. Doch, ja. Da haben wir noch was. Oh ja. Alles schön mitnehmen. Wer weiß, was hier noch gleich alles kommt. Und hier wird bestimmt auch irgendwie was kommen. Das ist ein ganz... Das sag ich doch. Der nächste Freddy kommt auch schon. Keine Munition mehr. Ach nee, jetzt kommt auch schon. Hallo? Ja, bitte nachladen. Nee, komm. Mann, ey. Warum denn schon schnell, Junge? Nee. Oh. Junge, was kommt denn da alles? Das ist gerade mal der Anfang. Mann. Der Drecksviecher. Der Drecksviecher. Was kommt denn da alles? Och nee. Ja, halt keine Ahnung, was alles aus. Ist okay. Ich spiele auch leicht. Hallo. Ja, beziehungsweise normal. Ich will gar nicht wissen, was die aushalten. Auch schwer, Alter, hä? Was geht denn ab? Oh. Wie viel Munition? 134. Okay, gut. Es wird langsam weniger. Oh, keine Munition mehr. So. Hey, warum war der jetzt One-Hit? Oder haben wir den schon ordentlich eingeschenkt? Keine Ahnung. Ja, dieses Tempo gefällt mir. So könnt ihr euch gerne alle bewegen, wie der Kollege. Ganz langsam, so ganz geschillt, yay. Ach ja. Ah, dieses Gewackel aber, ne? So. Mann. Was da jetzt gerade alles kam. Wie viel haben wir noch? 90, okay, gut. Hat uns doch nicht so viel abgezogen.
Was ist in dem Kofferraum da drin? Ist da vielleicht irgendwas drin? Komm schon, komm schon. Ach, ist verschlossen oder wie? Ja, das ist ja. Kann man das irgendwie knacken oder so? Nee, bestimmt nicht. Oder vielleicht. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Auch verschlossen. Was ist das für eine Scheiße? Ui. Nee. Und hier? Ah. Ist da eine Granate? Bilder. Okay. Nee. Kann man die irgendwie irgendwo hinpacken oder? Ah. Sehr schön. Ist auch verschlossen. Keine Munition soweit. Nö. Na? Was war's denn scheinbar? Sonst kommt hier scheinbar nichts mehr. Was ist hier so Schönes? Nix. Au! Oh, Jackpot. Das nehmen wir doch alles mal mit. Ist da noch irgendwie was drin? Nö. Das Gute ist ja, dass ich auf jeden Fall diese ganzen Viecher höre, wenn die da ankommen. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendwie eine Zombie-Art gibt hier in dieses Game. Der irgendwie... Alter, was ist denn da vorne los? Hoch! Ja, irgendwie so ein Zombie, der irgendwie sneaky vorgeht, irgendwie gar keine Geräusche macht oder keine Ahnung was. Boah, Junge. Ja, wir haben ja eine Granate aufgesammelt. Könnten wir benutzen. Am besten halt für die da vorne. Die stehen ja da alle schön beisammen. Aber für die wäre es Quatsch. Das ist ein explosives Fass, kann das sein? Oder was macht das? Explodieren die Dinger? Keine Ahnung. Oh. Sag mal, der hat eine Schutzrüstung an da, oder was? Achso. Ja, ich komme langsam klar hier. Mit dem Aiming. Jawohl. Explodiert es? Wow. Boah. Ihn hat's komplett weggeblasen. Aber dafür habe ich dann scheinbar wirklich auch alles andere angelockt. Schalten wir erstmal den aus. Der ist mir zu schnell unterwegs. Oh. Und jetzt hier das Ding. Jawohl. I believe I can fly, oder was ist hier los? Geil. Das gefällt mir. Sehr gut. Und Fred hat schon wieder alle seine Freunde mitgebracht. Vielleicht komme ich dahin. Hä? Kommen die überhaupt? Oder das ist einfach nur Deko, die Kollegen da. Weil an sich, ich glaube, da kommt man auch gar nicht entlang, ne? Von dem her werde ich dann eher weniger eine Granate da verschwenden. Ja. Weil vielleicht kommt man da auch später nochmal hin. Lass uns einfach mal da. Was haben wir denn hier? Bisschen Munition? Ich könnte mal wieder was gebrauchen. Jawohl. Oh, wir sind aber auch ganz schön voll schon, ne? 246 an der Zahl. Gefällt mir. Bin ja mal gespannt auch, was es... Hä? Warte. Zuerst schaue ich mir den Wagen da an. Bin ja auch mal gespannt, was es noch so für Waffen gibt. Das Auto gehört The Old Dutchman Mine. Ich wette, da gibt's nützlichen Kram. Das sehen wir uns an. Der ist so ein... Abgeschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Ah, okay. Vielleicht im Ticketbüro. Oh. Ob es hier vielleicht auch irgendwie so eine geilen MPs gibt oder Sturm hier wäre, das wäre eigentlich auch geil. Da haben wir eine Brücke. Ich wette, da geht's dann weiter, oder wie? Ich höre Steps. Hier drin sind welche. Ich hoffe mal, da ist... Ja.
Nur einer? Können die eigentlich Türen öffnen? Weiß ich gar nicht. Aber ich nehme was an. Kann man die Tür öffnen? Ja. Ist da vielleicht schon irgendwie eine oder so? Die Tür lässt sich auch öffnen. Okay. Oh. Da ist auf jeden Fall einer. Der glitt schon hier halb durch die Wand. Habe ich doch ja. Da. Das Ding ist bloß. Oh. Hey, na? Alle klar bei euch? Sag mal, können die da eigentlich auch irgendwie einfach durchglitschen durch die Tür? Das wäre ja auch ziemlich OP. Einfach so und dann zack und dann kommen sie nicht da durch. Ha! Das Ding ist bloß. Ist hier noch einer? Da unten ist doch bestimmt noch was, oder? Hallo? Oder ist das da clear? Ich trau irgendwie den Braten nicht so wirklich. Okay. Da kommen wir dann einfach nach unten. Alter, das ist ein Revolver. Kann man den... Ui. Hey, wo ist unsere andere Waffe? Hä? Warum kann ich die Waffe nicht... Ach, okay. Ja, aber wo ist denn die kleine Pistole? Sag nicht, durch diesen Neustart vom Spiel ist die weg. Na ja, gut. War eh nicht gebraucht. Da haben wir 10. Sag mal, benutzt die Waffe jetzt diese Munition hier, oder? Das ist ja keine Pistolenmunition. Ich würde die eigentlich schon gerne mal ausprobieren. Bin ich ja ehrlich. Ja? Gefällt mir dieses Teil. Hier ist ja soweit nichts mehr. Heißt, wir gehen ein Stockwerk tiefer. Hören tue ich jedenfalls nichts. Okay. Wie geht's wieder nach draußen? Ja. Was haben wir hier? Hey, Fred. Was läuft? Chillen? Lassen wir mal hier das Essen. Kann man das benutzen? Naja, benutzen schon, aber komm, gehen Wasser raus. Ja, gut. Oh, Munition. Nehme ich natürlich alles sehr, sehr gerne mit. Sehr nett. Ah, hier ist nichts. Munition? Ja. Noch mehr. Boah, Alter, wir werden aber richtig jetzt vollgepumpt mit Munition. Ja, wer weiß, was hier gleich noch alles kommt. Wer weiß. Kommt doch bestimmt gleich wieder irgendeine riesen Zombie-Army. So. Hä? Sind wir jetzt komplett voll oder was? Können wir nicht mehr? Okay, bei 300 ist Schluss. Ja, wow. Wir sind halt komplett voll. Was ist der Schlüssel? Ah, die Fernbedienungsschlüssel. Ich hab's. Ah. Kann man hier reintun? Okay. Mehr ist hier dann aber auch nicht. Sehr gut. Die Munition ist halt komplett voll, aber wir gucken mal weiter. Vielleicht ist ja hier noch Munition für... Oh, da ist eine andere Waffe. Ja, machen wir. Ja. Tja, das ist jetzt das Ding. Nehmen wir die mit? Nö, warum? Auch. Ich will die fallen lassen. Geht das irgendwie? Hallo? Obwohl, man könnte die eigentlich behalten, um diese Munition in der Waffe erstmal zu verbrauchen. Hey, das ist ja eigentlich auch ziemlich klug. Das Ding ist bloß... Ja, machen wir es so. Halten wir halt den Schlüssel in der Hand. So, erstmal hier alles kontrollieren. Ist hier noch irgendwie was? Irgendwie... Etwas... Nee. Gut. Das haben wir geklärt. Kann man den Schlüssel hier füllen? Nee. Gut. Dann würde ich sagen, wir... Ich will da auf jeden Fall schon gerne unten nochmal rein, ne? Von dem her... Nehmen wir diesen Weg. Und gehen dann da unten nochmal rein. Um zu gucken, was denn da unten noch alles abgeht.
Ja, hier ist absolut gar nichts. Munition haben wir ja voll. Aber vielleicht ist ja noch eine andere Munitionsart da drin. Ein kleines Entchen. Aha. Munition, das haben wir ja voll. Ja, mehr ist hier eigentlich auch nicht so wirklich los. Ja, gut. Kann man die Tür jetzt eigentlich öffnen von hier aus? Nö, ja gut. Dann nicht. So, jetzt öffnen wir den Wagen da. Ah. Ja, funktioniert noch. Das sehen wir uns an. Ja, Timer ist vorbei, aber ich will den Wagen noch kontrollieren. Oh, eine Windel, weh. Schau dir das an. Wie praktisch. Der Schlüssel ist weg. Okay. Oh, Mist! Schalt es aus! Schalt es aus! Mist! Da kommen sie! Wie? Och nee! Ins Haus rein! Glaube ich. Hoffe ich, dass es gut ist. Alter, was kommt denn da alles? Oh. Och nee! Na dann zeig mal, was du kannst. Okay, One-Hit ist es schon mal nicht. Kommen die auch von da aus? Nee. Hier bin ich eigentlich ziemlich safe. Oh, Alter, aber das hat ordentlich Wumms. Okay. Hier so? Nachladen? Ah, hier, guck mal. Hab mich selbst damit getroffen. Aber dafür ein paar Zombies weggeräumt. Denn schon wieder so schnell, ey. Oh. Ja, was kommt denn da alles, Alter? Mann! Ja, den treffe ich halt absolut gar nicht. Auch sehr gut. Mann! Das bist du so aber abspacken, Kollege. Haben wir es? Ne, natürlich nicht. Hä? Ach nee, der kriecht. Was ist denn mit dem falsch? Okay, gut zu wissen. Ich dachte schon, der greift mich irgendwie von unten an, irgendwie, dass er irgendwie durchglitscht, irgendwie durch die Treppe. Na gut. Ich glaube, wir haben das Schlimmste schon überstanden, hoffe ich mal. Na komm. Ist es die letzte? Warum denn schon wieder so schnell? So, haben wir es? Verdammt! Das war knapp! Was ist das? Ach, unsere leere Munition wahrscheinlich, ja. Ich dachte schon, das wäre irgendwie Loot von den Viechern. Aber scheinbar benutzt der Revolver hier diese Munition. Ich dachte schon, der benutzt diese Munition. Aber ich glaube, das ist auch eher eine Schrotflinte, oder? Aber wir haben gar keine Schrotflinte. Warum haben wir dafür Munition schon? Keine Ahnung. Sammeln wir noch hier übrige Munition auf. Wo war noch was? Da. Und dann holen wir uns auch gleich noch Gesundheit aus diesem Raum da. So. Ah. Kann man hier durch? Ja. Unten war ja auch noch Munition, ne? Wir nehmen alles hier mit. Das Fleisch auf jeden Fall auch noch. Ja. So. Kann man das echt nicht irgendwie mittragen? Irgendwie geht das echt nicht? Scheiße, habe ich schon wieder gegessen. Ich viel Fraß. Wir nehmen es einfach mal mit. In der Hoffnung,
dass ich das nicht irgendwie aus Versehen wieder esse. Ist hier noch Munition drin gewesen? Also eigentlich war hier ja noch irgendwie noch Munition, glaube ich, drin. Das haben wir ja drin gelassen. Oder war hier noch was drin? Nee. Ich will halt wirklich mich komplett aufmunitionieren, bis nichts mehr geht. Okay, wir sind voll. Sehr schön. Jetzt ist das Ding. Welche Waffe nehmen wir lieber? Die Anfangswaffe oder den Revolver? Ich glaube, der Revolver macht logischerweise etwas mehr Schaden. Bloß mit der Pistole komme ich irgendwie besser klar, was das Aiming betrifft. Das ist so das Ding. Wir könnten auch einfach mal diese Waffe erstmal hier leer schießen. Weil die werde ich so oder so nicht nochmal auffüllen, wegen dieser totalen Müll, was das Aiming betrifft. Ja gut. Aber ich würde sagen, bevor es weitergeht, werde ich ab hier diesen Part erstmal beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Come to the Mine, Lucy. Okay. Bei Arizona Sunshine wieder. Haut rein, ihr Ficker!